Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seht es schon im Hintergrund, das ist ein Chart des VIX, des Volatilitätsindexes auf den S&P 500. Und der ist jetzt zuletzt wieder gefallen. Und es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, dass man bei einem niedrigen VIX tendenziell eher gehen sollte. Ne? Und ob das aber überhaupt stimmt, das will ich euch heute mal anhand einer kurzen statistischen Untersuchung zeigen. Also los geht's jetzt mit dem Video. Vielleicht kennt ihr ja diesen Spruch. If the VIX is low, it's time to go. If the VIX is high, it's time to buy. Was soll das heißen oder was heißt das übersetzt? Ganz einfach gesagt, wenn der VIX niedrig ist, dann sollte man eher gehen, das heißt, dann sollte man die Party verlassen. Und wenn der VIX dagegen sehr hoch ist, dann sollte man Aktien kaufen. Überprüfen wir erstmal die letzte Behauptung. Ist das richtig, dass man bei einem hohen VIX die Märkte eher kaufen sollte? Wenn wir uns hier mal einen Monatschart mal anschauen, dann sehen wir, dass das tatsächlich stimmt. Also hier 2008 war es sehr hoch, 2012, 2015 und auch ja zuletzt im Februar und auch im Dezember 2018 war natürlich der VIX sehr, sehr hoch und immer wer da gekauft hat, der war nach einer gewissen Zeit immer im Plus mit seinen Aktien, vielleicht nicht mit einer einzelnen, aber mit einem Korb voll Aktien respektive dem amerikanischen Aktienmarkt. Das heißt also, if the VIX is high, it's time to buy. Das stimmt, ne? Das ist richtig. Aber was ist jetzt mit der anderen Geschichte? If the VIX is low, it's time to go. Und das ist ziemlich spannend, weil in den letzten Tagen ist etwas passiert, was seit 1990 erst 6-mal passiert ist. Warum seit 1990? Naja, den VIX, also diesen VIX-Index, gibt es erst seit 1990. Daten vorher hat man keine. Und es ist Folgendes passiert. Und zwar, das können wir uns jetzt hier nochmal vielleicht in einem Tageschart anschauen. Wir sehen, der hat die letzten Monate immer relativ weit oben verbracht. Ne? Und wenn der länger als 4 Monate in Folge über 14 war. 14 ist ja auch gar nicht so viel und fällt dann darunter. Und jetzt ist er hier diese Woche unter 14 gefallen. Ne? Ist es dann eigentlich eher so ein Zeichen, wo man sagt, ah, der war jetzt lange hoch und jetzt ist er runtergefallen, jetzt ist er so niedrig, jetzt sollte man tatsächlich time to go? Oder stimmt das gar nicht? So, und ich habe wieder auf Twitter bei den Kollegen von Oddstats eine fantastische Statistik dazu gefunden. Und die blende ich euch hier mal ein. Und ich kann mir die natürlich nicht merken, deswegen habe sie mir hier auf meinem Apple iPhone, Achtung Werbung, abgespeichert. Und zwar schauen wir uns die mal gemeinsam an. Was heißt das jetzt? Also, seit 1990 ist das Ganze tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal, jetzt das 7. Mal passiert. Müssen wir gleich mal eins sagen, 6 Stück oder 6 Ereignisse in 27 Jahren, das ist nicht wirklich repräsentativ, aber es ist doch ganz spannend. Und zwar, wir fangen mal in der ersten Spalte an, da seht ihr also das sogenannte Eventdatum, also wann ist das passiert? Wann war also der VIX länger als 4 Monate oder 4 Monate am Stück oder länger über 14 und ist dann unter 14 gefallen. So, und da seht ihr, das war 91, 92, 24, 212, 212, 216. Und wie sehen dann die Entwicklungen des S&P danach aus? Erste Spalte ein Tag, zweite Spalte eine Woche, dritte Spalte 2 Wochen, 1 Monat, 3 Monate und so weiter und so fort. Und wir gehen einfach mal von hinten betrachtet, also von rechts betrachtet, auf die dritte Spalte von rechts. Und da seht ihr hier den Return des S&P 500 nach einem Jahr. Also der VIX kommt von oben, oberhalb von 14, fällt unter 14. Also in sehr, sehr niedrige Regionen. Und wie sieht jetzt die Performance des S&P innerhalb des nächsten Jahres aus? So, und dann schauen wir uns das mal an und da sehen wir, na hoppla, das ist ja nur grün. Und zwar im Durchschnitt 9,4% in 100% der Fälle ist der S&P gestiegen. Gab es da aber nicht vielleicht noch große Drawdowns dazwischen? Gute, berechtigte Frage. Vorletzte Spalte, könnt ihr euch anschauen. Und da seht ihr, jawohl, es gab Drawdowns. Und zwar liegen die im Schnitt bei 5,6%.
Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, wir sind im S&P irgendwo so bei 2,7, 5% sind dann 135 Punkte. Das heißt, wir würden irgendwo 2,6, 2,55 oder sowas zurückfallen. Der größte Verlust, den wir je hatten nach so einem Ereignis Drawdown innerhalb von einem Jahr, das war 2012 mit 9,3%. Und das ist doch eine spannende Aussage. Denn das heißt nämlich, und das ist, was die meisten nicht verstehen, wenn wir einen Momentum im Markt haben, das heißt, wenn wir zu hohe Angst haben, der VIX steigt an, Panik im Markt, alle verkaufen und plötzlich kommt wieder Ruhe rein, es wird wieder gekauft, dadurch fällt auch wieder der VIX. Warum? Weil Absicherungen abgegeben werden oder werden nicht mehr gekauft, also das heißt, das Absicherungsbedürfnis geht zurück. Und viele schlussfolgern jetzt daraus, aha, keine Absicherung mehr am Markt, dann muss doch der Markt jetzt auch gleich wieder fallen. Nein, muss er eben nicht. Meistens dauert es sehr, sehr lang, bis er wieder fällt. Und ich will euch das auch nochmal hier am Chart kurz zeigen. Und zwar geht es auch dazu nochmal in einen Monatschart. Und wir ziehen uns das Ganze mal ein wenig zusammen. So, mal gucken, ob wir das hier so hinbekommen. Jetzt ist er weg. Doch, jetzt haben wir ihn ja aber ganz schön zusammengekriegt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wenn nicht, muss ich mir hier Hilfe holen. Manchmal geht es eben doch mit einer Maus deutlich besser. Also, kleinen Moment, wir laden das mal ganz kurz neu. So, und jetzt müssen wir ihn bloß hier ein bisschen wieder richtig hinbekommen. Also, passt auf. Wir ziehen ihn einfach hier wieder rüber. Ihr seht also, das ist kein Greenscreen, das ist tatsächlich so, wie es ist. Und da haben jetzt auch alle die was bei den technischen Fähigkeiten rumnörgeln wollen, wenigstens was zu tun. Okay, also ihr seht, hier gab es so eine Zeit, ne? Hier in diesem Bereich, muss ich ein bisschen rüber machen, damit ihr es auch seht. Hier in den 90er Jahren gab es eine sehr, sehr lange Phase, als der Markt deutlich, deutlich unter, jetzt wird es aber hier verrückt, so, deutlich, deutlich niedrig war und der Markt ist gestiegen. Hier zwischen 2003 und 2007, der Markt war lange, lange unter 15, unter 14 und der Markt ist gestiegen. Und ja auch letztendlich hier zwischen 2011 und 2015, 16, 17, lange Phasen, wo der Markt darunter war und erst als es dann wieder hochging, nach mehreren Monaten, Jahren, ist der Markt dann wieder gefallen. Das heißt also, wenn einmal Momentum in den Markt hineinkommt, und die investierten Investoren und die durch das schlechte Börsenjahr 2018, gerade die Institutionellen, schiebt das den Markt sehr, sehr lange nach oben. Das ist auch der Grund, warum ich aktuell recht optimistisch für das Jahr 2019 bin. Und um das jetzt auch mal auf das Thema zu runterzubrechen. Das heißt also, wir sehen, solange unsere Morgenanalysen, unsere Morgenroutine grün ist, so wie sie jetzt halt ist, ne? Grün, grün, grün. Ich nehme das Video hier am Donnerstagabend auf. Das heißt, wenn ihr es am Samstag seht, vielleicht ist es noch heute oder am morgigen Freitag. Also bei euch jetzt am gestrigen Freitag was passiert, aber solange unsere Ampeln alle auf grün sind, schreiben wir natürlich in unserem Short-Put-System Optionen. Wir schreiben natürlich Cash-Signal-Puts. Wir gehen natürlich Short-Volatilität. Sind wir sorglos? Nein, sind wir nicht. Wir sind aber keine Pessimisten. Das heißt, wir sagen, okay, wir erwarten das Beste, sind aber auf das Schlechteste. Das heißt, wir können jederzeit zack, Catches in den Markt reinschmeißen, wir können Positionen schließen, aber wir lassen uns jetzt nicht von irgendeiner Erwartungshaltung verrückt machen und sagen, oh, jetzt müsste es wieder runtergehen, weil die Statistik spricht einfach dagegen. Und da vertraue ich lieber einer Statistik als irgendeinem Bauchgefühl oder irgendeinem Guru, der seit Jahren den Crash herbeiredet. Ich hoffe, ihr könnt mit dieser kleinen Statistik was anfangen, ich hoffe, ich könnte für euer Trading was anfangen. Und wenn dem so ist, dann hat dieses kleine Video ja schon wieder geholfen, wenn ihr mehr lernen wollt darüber, ne? Wenn ihr mehr wissen wollt, wie funktioniert das mit dieser Morgenroutine, wie funktioniert das mit diesen ganzen Volatilitätsoptionen, mit wie kann man hedgen und so weiter und so fort, ne? Dann schaut euch bitte unser Angebot in der Academy an, tragt euch ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Wir zeigen euch, wo ihr steht, was ihr aktuell machen könnt und ob eine Ausbildung bei euch für euch überhaupt Sinn machen könnte, weil viele denken immer, bei uns kann jeder auf die Ausbildung kommen. Nein, kann er nicht. Ne? Also man muss schon ein paar Voraussetzungen erfüllen, um das überhaupt machen zu können. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr diese Voraussetzungen erfüllt, tragt euch unten ein, kostenloses Erstberatungsgespräch und wir sprechen miteinander. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt den kommenden Frühling. Bis bald. Tschüss, Servus, macht's gut.
Bye, bye.